Hallo Leute, hier ist der, der immer grillt. Heute gibt es bei mir einen Burger vom Grill, aber keinen normalen Standardburger, sondern dieser Burger wird eine herzhafte und eine süße Note bekommen. Die Süße bekommt er durch die Ananas. Die Ananas werden wir vorher aber noch mit Bacon umwickeln und richtig schön kross auf der Grillplatte anbraten. Und wie das funktioniert, was ihr für Zutaten dafür braucht, das seht ihr in diesem Video. Auf geht's! So Leute, die Zutaten habe ich hier schon mal aufgebaut. Wir haben hier unser Rinderhackfleisch, das sind ca. 220 Gramm. Das wird jetzt erstmal schön mit Salz und Pfeffer gewürzt. So, und dann mischen wir das gut durch. Und teilen das dann gleich in zwei Portionen auf. Ein bisschen noch. Das Fleisch muss so Fäden ziehen, dann hat es die optimale Konsistenz. Das tut es jetzt, glaube ich, auch. So. Und jetzt nehmen wir davon zwei Bällchen. Die ungefähr gleich groß. Ich würde sagen, ja, ne? So. Schüssel an der Seite und Burgerpresse. Fangen wir mit dem ersten Ball an. Das geht doch schöner. Ziehen wir noch ein bisschen die Ränder rum. So, unser erstes Patty. Dann machen wir hier unser zweites Patty. Ich nehme die gerade das tatsächlich das allererste Mal her. Ich habe die vorher sonst ja immer mit der Hand geformt. Aber das geht tatsächlich sehr gut. Die lassen sich doch sehen. Sehen richtig gut aus. So, Burgerpresse wieder an die Seite. Die Patties stelle ich jetzt eben schnell in den Kühlschrank. Und dann machen wir mit unserer Ananas weiter. So, die Ananas hatte ich ja schon vorangekündigt. Die werden wir mit Bacon umwickeln. Und ja, eigentlich klare Sache. In der Mitte. Oh, das sind zwei Scheiben. Das sind zwei Scheiben tatsächlich, so dünn. So, okay. Den Bacon schlagen wir hier im Loch rum. Und dann friemeln wir uns den hier schön um die Ananas rum. So. Und so geht es dann weiter. So Leute, ich habe mich jetzt für eine kleine Planänderung entschieden. Wir werden nur eine Ananascheibe nehmen. Es ist einfach sonst zu viel. Guckt euch das mal an. Die ist wirklich groß. Und ja, ich hole jetzt die Patties aus dem Kühlschrank raus und dann sehen wir uns draußen am Grill. Gut Leute, ich habe jetzt ungefähr für 10 Minuten die Platte richtig aufheizen lassen. Und jetzt legen wir mal unseren Ananas-Bacon-Ring hier drauf. Und machen auch gleich wieder zu. Also ich schätze mal, dass wir jetzt auch aufgrund der Feuchtigkeit in der Ananas so circa 3 Minuten warten werden. Und dann wenden wir den Burschen einmal. Wir drehen ihn jetzt nochmal, aber wir legen ihn hier unten hin, denn jetzt sind nämlich unsere Patties an der Reihe. Und da sind wir jetzt für, ich würde mal einfach 3 Minuten von jeder Seite ankündigen. So, jetzt wollen wir uns noch mal den Ananasring angucken.
Da kann man eigentlich nichts versauen. Das Ding hat so viel Feuchtigkeit und so viel Flüssigkeit. Einfach vielleicht nicht unbedingt in die heißeste Zone legen. Bei mir ist die heiße Zone ganz hinten. Und ich denke, dann funktioniert das ganz gut. So, 3 Minuten sind um. Wir wenden jetzt mal die Patties. Und nehmen jetzt aber auf jeden Fall auch den Ananasring runter. Wobei, wir lassen ihn nochmal drauf. Einfach nochmal umdrehen. Sieht richtig gut aus. Auf jeden Fall können wir jetzt einfach mal unser Brötchen anrüsten. Der Brenner in der Mitte ist auf der kleinsten Stufe, damit da nicht zu viel Saft drauf ist. Und damit uns das nicht verbrennt. Aber so ein bisschen anrüsten ist schon lecker. So, und weil wir auch noch ein bisschen Käse haben, legen wir jetzt auf unsere Patty schon mal den Käse drauf. Kann ja noch schön mit überbacken und nehmen jetzt auf jeden Fall unsere Ananas auch runter. Die darf nämlich auch gerne ein bisschen auskühlen, denn ich glaube, wenn ich die runternehme und ich beiße danach da gleich rein, dann ist erstmal vorbei, da verbrennt man sich so dermaßen das Gesicht. Das ist definitiv nicht zu empfehlen. Gut, ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Burgerbrötchen runtergenommen. So sollte sowas aussehen. So, Freunde. Unsere Patties sind jetzt auch 4 Minuten drauf gewesen. Die nehmen wir jetzt runter. Legen die beiseite. Und dann bauen wir den Burger zusammen. So Leute, ich hoffe, man kann den gut sehen. Was ein Riesenexemplar von einem Burger und er riecht verdammt lecker. Gut, dass ich nur eine Ananascheibe genommen habe, sonst wäre es zu viel gewesen. Jetzt versuche ich den mal zu probieren. Verstelle ich den Teller mal an die Seite. Oh, schaut euch das an. Richtig lecker, auch mit der Ananas. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die in den Mund kriegen. Oh Gott. Unglaublich. Oh, schmeckt der lecker. Ich probiere nochmal. Leute, super lecker. Traut euch was mit der Ananas-Kombination. Das ist einfach der Wahnsinn mit der wunderbaren, leckeren, dunklen Barbecue-Soße. Es schmeckt verdammt gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da, abonniert den Kanal, das wäre auch eine ganz tolle Sache. Teilt das Ganze mit euren Freunden. Ich wünsche euch was. Alles Gute, der immer grillt.